Hey Leute, es geht mal wieder um ein kleines Themenvideo. Mir ist sogar spontan was eingefallen, weil die ja bei euch ein bisschen beliebter sind als normale Let's Plays. Also das ist mein Kanal, mein neuer Kanal RetroBen, also momentan nicht so läuft für die Abos. Und auch sonst scheinbar auch große Let's Player, habe ich schon gelesen. Sie sagen ja, was ist los auf YouTube? Und mir ist auch was ganz kurz in den Sinn gekommen und ich möchte es jetzt auch mal von euch wissen. Bin ich ein guter YouTuber? Also ich möchte jetzt nicht wissen, bin ich ein guter Mensch? Oder, also ich nehme ja schon seit 2014 Let's Plays auf. Und ich frage einfach nur, ich mache meine Thumbnails selbst. Ich manage meinen Kanal selbst. Ich nehme auf. Ganz selten stört es mal Leute, die sagen, du bist Schweizer. Ich mag deinen Akzent nicht, sonst wäre dein Let's Play genial. Gut, das ist jetzt nicht so, was ich jetzt tragisch nehme, denn ich kann nicht dafür, dass ich Schweizer bin. Und ich bin auch nicht stolz, dass ich Schweizer bin. Es ist mir ja egal. Ich könnte genauso gut Inder sein. Ich könnte genauso gut Franzose sein. Das ist ja für mich kein Thema. Herkunft und Ethnik und egal. Aber einfach mal so, weil ich, wenn ich schneide, gucke ich ja mein Let's Play quasi durch, weil ich möchte sehen, wo ist der beste Übergang für einen Schnitt. Also ich schaue jetzt nicht jedes Let's Play quasi beim Schneiden nochmal durch, nein. Aber wenn ich so am Schneiden bin und ich schneide eben Beispiel bei Sonic, dann schaue ich noch ein bisschen weiter, ja, und ich finde es interessant. Ich finde interessant, dass ich aufnehme, was ich rede. Aber ich, wie ich mich sehe, ist natürlich was anderes, wie ihr mich seht oder beziehungsweise hört. Und wenn jetzt einige sagen, ja, Siedler 3, Resident Evil und so, ich meine, ich sehe sie an den Klicks, ist nicht so beliebt, also für die Abos wieder mal, wir sind wieder so weit, ne, Let's Play Ben, let's grüßen, aber bald kommt Sonic und ich habe natürlich vor, weiterhin auch wieder mal Mario zu zocken, Dragon Ball und so. Aber auch mal die Frage an euch. Bin ich ein guter Let's Player? Ich meine, ich muss ja nicht so gut sein wie ein Gronkh oder wie ein Dom Tent oder wie ein Markus, die vierte Million Abos haben und tausende von Klicks täglich. Ich möchte mich ja nicht mit einer Liga vergleichen, wo ich in keinster Weise dazugehöre. ohne mich jetzt selber zu dissen, aber einmal die Frage an euch. Seit 4 Jahren mache ich Let's Plays. Zu Anfang hatte ich doch eine ziemlich ungehobelte Art, also willkommen zurück und ja. Meine Grafikkarte, Aufnahmetechnik, Spiele und so, das ist einerlei. Ich meine, man kann auch, ich denke, Minesweeper kommentieren, dass es gut ist. Also es ist ein gutes Spiel, ich meine es jetzt nicht, man muss ja nicht unbedingt Battlefield, man muss ja nicht unbedingt das Neueste, ne? Also nicht in Bezug auf mich als Retro-Fan, sondern einfach allgemein. Aber das ist auch die Frage an euch. Also wenn ihr sagt, dann ist anders, oder dann ist Stimme, oder einfach mal Feedback. Vielleicht treffe ich damit ja einen Nerv bei euch. Und der ein bisschen Schwung in den Laden bringt, wenn man so sagen möchte. Ja. Einfach mal die Frage an euch. Ja, einfach mal so. Gedanken am Mittwochabend, auf das baldige Wochenende. Also ihr 2 Tage, bis ihr den ganzen Tag denken könnt. Ach ja, der Ben. Der ist mal Let's Player, ne. Also der, also wirklich, no. Ich weiß, was ich meine. Nein, natürlich wäre es gut, wenn ihr gleich ein Feedback gebt. Natürlich müsst ihr nicht warten bis Freitagabend und denkt, ja, dann hat ein absolut vielbeschäftigter Mann wie ich
endlich mal Zeit, ne? Ich habe ja viel Freizeit. Merkt man vielleicht bei meinem Gestürmi wegen YouTube. Gestürmi ist ja schweizerisch, heißt das, also nicht gerade genervt, aber wenn jemand so sagt, hilfst du mir mal beim Computer? Und ja, ich komm gleich. Hilfst du mir jetzt mal beim Computer? Ja, ich komm gleich. Und so alle 5 Minuten, hör mal, ich warte beim Computer, kommst du mal und du sagst dann jetzt, hör mal auf zu stürmen. Das ist das. Also, das heißt nicht unbedingt genervt. Es das heißt auch nicht quengeln. Quengeln ist, Nein, das ist einfach so, ja. Ich habe über noch keine Ahnung, wie, was ich hier für Bildmaterial reinschneide. Schneide. Das ist gerade noch am Rendern. Ich habe gerade extrem viel zu rendern. Seit Montag bin nur am Rendern hier. Deshalb kann ich hier nur eine Audiospur aufnehmen. Nee. Ja. Gut. Ha. Hauducken. Bin gerade aufgewacht. Hatte ein bisschen Pen. Tut ihm gut. Dann wissen wir wieder ein bisschen. Ha-ho-ha-ho. Ne? Gut. Also. Dann geben wir ein Feedback. Sonst hasse ich euch. Nein, natürlich nicht. Gut. Ja. Gut. Mehr fällt mir nicht ein. Danke fürs Zuhören. Tschüss.